In einem meiner letzten Instagram-Posts habe ich die Gründe, warum ich so gerne lese und auch relativ viel lese, mal aufgelistet. Und danach habe ich einige Nachrichten bekommen von Leuten, die meinten, sie würden auch sehr gerne mehr lesen, aber sie schaffen es irgendwie nicht. Und in diesem Video möchte ich dir einfach meine Tipps geben, wie ich es geschafft habe, mehr zu lesen. Viel Spaß dabei. Der Grund, warum ich früher sehr, sehr wenig gelesen habe, ist, dass ich mir immer gedacht habe, dass ich Bücher auf jeden Fall beenden muss und nicht abbrechen darf. Und mittlerweile mache ich es so, dass ich mir erlaube, Bücher abzubrechen, falls sie mir nicht mehr gefallen. Und letztes Jahr war ich an einem Punkt, in dem ich 3 Bücher im Jahr gelesen habe. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, in dem ich 3 Bücher mindestens im Monat lese. Und ich glaube, es liegt auf jeden Fall daran, dass ich mir jetzt erlaube, auch Bücher abzubrechen, falls sie mir nicht gefallen. Es ergibt einfach für dich keinen Sinn, dich durch ein Buch durchzuquälen, das dir gar nicht gefällt, dass du nichts mitnehmen kannst. Das ist Zeitverschwendung, das ist Ressourcenverschwendung und wird nur deine Motivation beim Lesen nehmen. Der zweite Punkt ist so ähnlich, und zwar geht es darum, dass es okay ist, mehrere Bücher auf einmal zu lesen. Ein weiterer Grund, warum ich früher sehr wenig gelesen habe, ist auf jeden Fall, dass ich immer dieses eine Buch hatte und ich wusste, ich darf es nicht abbrechen und ich möchte jetzt dieses Buch sofort zu Ende lesen. Und das ist eigentlich nicht das Ziel beim Lesen. Also das Ziel sollte nicht sein, ein Buch nur fertig zu kriegen. Also das ist eigentlich nicht wirklich das Ziel. Beim Lesen ist wirklich so, der Weg ist das Ziel und das Lesen an sich ist das Ziel. Und die Erfahrung, die du mitnimmst und das Wissen, das du eventuell mitnimmst. Und deswegen ist es für mich persönlich auch okay, wenn ich mehrere Bücher auf einmal lese. Also nicht auf einmal jetzt hier 2 Bücher. Aber dass ich Bücher habe, zwischen denen ich immer hin und her switchen kann, dass ich nicht ein festes Buch habe, was ich momentan lese, sondern ich habe immer mehrere Bücher. Ich mache es meistens so, dass ich immer einen Ratgeber habe und einen Roman und am meisten noch irgendwas anderes. Aber dass ich so 2 verschiedene Genres habe und mir immer aussuchen kann, nach was ich mich gerade fühle und was ich gerade irgendwie lesen möchte. Der dritte Punkt, um mehr zu lesen, ist auf jeden Fall eine Routine zu haben. Ich mache es immer so, dass ich jeden Abend lese, beziehungsweise jeden Nachmittag, Abend ungefähr lese. Und ja, das klappt auch nicht jeden einzelnen Abend, aber meistens klappt es, dass ich diese Routine habe und weiß, nachdem ich das gemacht habe, mache ich das. Nachdem ich das gemacht habe, lese ich. Und generell sind Gewohnheiten und Routinen einfach so, so stark und hilfreich und werden dir einfach so helfen. Wenn du eine Sache hast, die du zur Gewohnheit machst und eine Routine einbaust, würdest du das viel eher machen, als wenn du einfach so richtig random sagst, ich möchte jetzt mehr lesen. Und falls du mehr zu dem Thema Gewohnheiten und Routinen wissen möchtest, kann ich dir sehr gerne mal hier mein Video einblenden, dass du dir danach sehr gerne angucken kannst, denn ich habe auch schon mal über Routinen und Gewohnheiten geredet, ziemlich oft sogar. Und wie du diese Gewohnheiten am besten implementieren kannst und dich auch an dieser Routine hältst und sie nicht irgendwie aufgibst. Der vierte Punkt ist, halte dich an deine Routine. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte jeden Tag lesen, dann lies auch jeden Tag. Und dann lies wirklich jeden Tag. Auch wenn es nur eine Seite ist, auch wenn es nur eine halbe Seite ist, versuch einfach wirklich jeden Tag zu lesen. Und ich merke wirklich in den Wochen, in denen ich jeden Tag gelesen habe, auch wenn es an einem Tag vielleicht nur eine Seite war, fühle ich mich viel besser, da ich mich an diese Gewohnheit gehalten habe, für mich viel motivierter weiterzulesen, als in Wochen, in denen ich eventuell nur 3 Tage gelesen habe, aber in diesen 3 Tagen viel mehr gelesen habe, als in der anderen Woche. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Aber ich finde einfach, an dem Punkt, in dem ich meine Gewohnheit aufgebe und nicht durchführe, fühle ich mich unmotivierter, da ich es nicht geschafft habe. Und deswegen ist es mir wichtig, auf jeden Fall diese Gewohnheit durchzuziehen, auch wenn sie vielleicht nicht komplett durchgezogen wird, also auch wenn ich jetzt nur eine Seite lese, ist es nicht schlimm, weil in dem Moment hast du dich hingesetzt und hast es versucht zumindest und bist so weiterhin motiviert, morgen mehr zu schaffen. Fünftens ist auch extrem wichtig. Und zwar ist es, finde heraus, wie du am liebsten liest. Es gibt ja verschiedene Wege, wie du lesen kannst. Beispielsweise du kannst halt in einem Buch lesen, analog, ganz normal lesen. Du kannst auch digital lesen, auf einem E-Book, auf einem Kindle, auf dem Handy teilweise, glaube ich, sogar auch. Oder du kannst auch Hörbücher hören. Ich höre ziemlich gerne Hörbücher und auch ziemlich viele Hörbücher, da ich es sehr praktisch finde, wenn ich irgendwas anderes mache, dabei ein Buch zu hören. Das geht natürlich nur, wenn es dir irgendwie um den Inhalt, um den Content geht und nicht wirklich um jetzt irgendwie die Rechtschreibung. Falls du irgendwie Rechtschreibung lernen möchtest, ist vielleicht ein Hörbuch nicht so optimal für dich. Aber wenn es einfach generell um den Inhalt geht, um den Spaß an der Geschichte oder an dem Wissen, dann ist natürlich ein Hörbuch auch sehr cool. Wenn du viel zwischen verschiedenen Büchern hin und her springen möchtest, könnte auch das digitale Lesen gut für dich sein, da du immer, ja, ein Buch dabei hast, das du dann immer wechseln kannst. Aber ich glaube, am liebsten lese ich persönlich immer noch analog. Das heißt, in einem normalen Buch, was ich aufschlage, was ich fühlen kann, was durchblättern kann, das mag ich immer noch ziemlich gerne. Und das motiviert mich einfach sehr. Und ich glaube, wenn ich nur auf einem E-Book lesen würde, würde ich mich nicht so viel motivieren zu lesen, damit es nicht so viel Spaß macht, wenn ich nicht meinen Fortschritt sehe anhand dieser Seitenzahl, auf der ich bin. Und wenn ich nicht merke, dass dieses Buch irgendwie vorangeht, das mag ich dann irgendwie nicht so gerne. Aber vielleicht passt es ja für dich super gut und vielleicht magst du das viel lieber als ein richtiges Buch. Ich war die ganze Zeit so voll schlimm. Deswegen finde ich heraus, was für dich am besten passt und dann, ja,
halte dich daran am besten. Sechstens ist die Zielsetzung. Das heißt, setze dir Ziele, aber setze dir auch realistische Ziele und spezifische Ziele. Das heißt, sag am besten nicht, ich möchte jeden Monat ein Buch lesen, sondern sag am besten, ich möchte jeden Tag 15 Minuten lesen. Und vielleicht schaffst du es dann auch, in diesem einen Monat ein Buch zu lesen oder vielleicht sogar auch ein bisschen mehr. Aber es ist einfach nicht so hilfreich, wenn du sagst, ich möchte in diesem Monat ein Buch lesen, da du dich nicht wirklich dran halten kannst und du das Ganze nicht richtig einschätzen kannst. Wenn du aber sagst, ich möchte jeden Tag 20 Seiten lesen und ich möchte jeden Tag 20 Minuten lesen, dann ist das viel spezifischer und daran kannst du dich dann auch besser halten, als wenn du sagst, ich möchte in einem Jahr 15 Bücher lesen. Der siebte Punkt ist, mach Lesen zu einer Priorität in deinem Leben und nimm dir auch bewusst Zeit dafür. Ich glaube, was für mich auch immer so ein Punkt war, warum ich gesagt habe, ich lese nicht so viel, ist, dass ich immer meinte, ich habe keine Zeit zum Lesen, was nicht stimmt und noch nie gestimmt hat, denn ich habe Zeit zum Lesen, beziehungsweise Zeit hat man eigentlich nicht, sondern man nimmt sich Zeit für bestimmte Dinge. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir Lesen so gut tut und dass es mich so viel weiterbringt in meinem Leben. Und deswegen ist Lesen für mich eine Priorität geworden, die ich versuche, so viel wie möglich in meinem Alltag zu integrieren. Und wenn Lesen dir auch wichtig ist, dann mach Lesen eine Priorität in deinem Leben und nimm dir dafür bewusst und aktiv Zeit. Falls dir dieses Video gefallen hat, könnten dir noch diese Videos hier gefallen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Hab noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zugucken und hoffentlich bis sehr, sehr bald. Tschüss!